So, und mit den Klängen dieser Laute oder was auch immer es ist, möchte ich euch recht herzlich begrüßen zurück bei Going Medieval. Und wir befinden uns ja, dabei, darüber nachzudenken, wie wir hier weiter fortfahren wollen. Und dazu drücke ich mal ganz kurz auf Pause. Denn in der letzten Folge habe ich angefangen mit einem Mammutprojekt und habe gedacht, ach komm, eine riesige Mauer kann erstmal nicht schaden. Stecken wir unseren Claim ab. Tja, und jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob diese riesige Mauer als erste Instanz, in Anführungszeichen, genau das ist, was wir haben wollen. Vielleicht wollen wir gar nicht die riesige Mauer als erstes. Sondern wollen erstmal andere Sachen machen. Ich glaube nämlich auch, dass wir das hier entfernen werden. Abreißen. So. Dann gewinnen wir nämlich hier schon ein bisschen Platz und können uns hier hinten ja noch weiter austoben. Und dann könnte man auch sagen, ja, dann ziehen wir doch hier die Mauer so lang und haben hier ein großes Areal, wo wir loslegen können, um uns ein bisschen zu erweitern. Heißt natürlich trotzdem, dass ich jetzt viel Mauer bauen muss. Kalkstein, ja. Und die Lehmziegel, die sind halt einfach wesentlich kostenintensiver. Weil wir da wesentlich mehr machen müssen. Was haben wir denn, wie haben wir das denn hier drüben gelöst? Da haben wir immer 4 Abstand gemacht. Das haben wir jetzt hier auch. 1, 2, 3, 4. Heißt, theoretisch würde es jetzt so weitergehen. Nee, würde es nicht. Wir haben hier... Ja, das wäre auch nochmal ganz gut, ne? Wenn man das direkt abzählen könnte. Wie viele das sind. Ähnlich wie bei... Bei wem ist das denn so? AirPod CEO? Oder bei Prison Architect? Ich weiß es gerade nicht. Irgendwo zieht man das einfach und dann hat man das. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, dann wissen wir nämlich da genau, wie viele Felder wir gehen müssen. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Gucken noch mal rein. 2, 4, 6, 8, 10. Ach, ich erzähle ja auch Quatsch. Guck mal, hier unten steht es ja auch. Unter der Kalksteinwand. Im schwarzen Kästchen steht 10. Ja, dann passt es natürlich auch. Und das hier sind sogar 5. Na, von mir aus. Mach den Kohl nicht fett. Und ob das hier mit diesen Ausbuchtungen eine gute Idee ist, ja, weiß ich auch noch nicht, ne? Das weiß ich halt zum Schluss auch noch nicht. Wir können aber schon mal weitermachen, weil es dauert ja auch eine ganze Weile, bis die hier dahin kommen, wo wir sie haben wollen. Und hier gucken wir auch noch mal rein. Von mir aus. So, ich meine aber, dass ich grundsätzlich irgendwann eine andere Idee davon haben werde, wie das hier ausschaut. Das sind sogar 11 jetzt. Oh. Warte. C für abbrechen. Dann machen wir das nämlich nochmal so. Ihr wisst ja, ich liebe Symmetrie. Das sind 10, das ist gut. Also weiter geht's. Nein, nicht oben drauf.
und dann wird das hier eine nette Nummer. Mordelin ist 30 geworden. Ja, okay. Das wollte ich auch nicht. Das war jetzt wieder falsch. Aber auch so kann man dann bauen, ne? Und so kommen da auch ganz gute Sachen bei rum. Irgendwann. So, das sind jetzt 5. So. Also kommen dann noch... Warte, ich mach mal die Bäume eben weg. So. Jetzt sind die Bäume weg und jetzt sehen wir auch mehr. Und müssen uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das sind auch 5. Und einmal den Blickwinkel ändern. Okay, kann ich erstmal mit leben. Ist trotzdem eine ganze Menge, was die jetzt hier zu beackern haben. Vor allem müssen wir ja auch erstmal jetzt dahin kommen. Weiter den Stein überhaupt zu finden und zu produzieren, den wir dafür benötigen. Aber jetzt schlafen sie erstmal. Aber auch das endet und dann geht es wieder frisch ans Werk. Mit einer weiteren großen Mauer. Guck mal, hier wird auch noch drin gebaut. Gehen wir mal gucken, was Magge da Schönes macht. Magge baut den Kartografietisch auf, den neuen. Beziehungsweise verschiebt den ja gerade. Ja, und das sind alles so Dinge, die kommen dann ein Stückchen weiter. Was sagt die Nahrung? Das dürfen wir nämlich auch wieder nicht außer Acht lassen, hier das ein oder andere Mal nochmal ein bisschen Nahrung zu produzieren. Und da schicken wir Baudray gleich hin. Aber der isst jetzt erstmal. Und dann kann der sich hier mal ums Kochen kümmern. Ah ja, und hier werden gerade die neuen Tore eingebaut, die Stahlverstärkten, die wir da ja eingebaut haben, für den Fall dessen, dass doch nochmal wer kommt und uns Böses möchte. Zumindest nichts Gutes. Ja, und ich bleib dabei, ein Planungstool wäre immer noch das, was ich hier richtig gut finden würde, weil man dann nämlich eine deutlich bessere Übersicht hat, wo man wie hinbauen möchte und kann. Und wie das insgesamt dann aussehen könnte. Na, ich meine, hier kommen auch noch Mauern drauf. Das wird dann nochmal eine Etage nach oben gehen. Soll ja auch imposant aussehen. Und hier hinten werden wir dafür sorgen, ein schönes, großes... Ja, das hier nehmen als Lehmbude weiterhin. Und da hinten werden wir dann unser Produktionszentrum mit aufbauen. Oder... Ich habe wieder eine ganz neue Idee. Wir bauen hier eine schöne Burg hin. Mit vielen, vielen Räumen. Einzelnen Räumen und Schlafzimmern. Empfangssaal. Allem, was dazugehört. Nutzen das dann... als Wohn- und Lebensgebäude, Trakt, wie auch immer, und machen das hier zu unserer Produktionsstätte außerhalb. Weil warum sollten wir die Produktionsgebäude so gut schützen? Ne? Also können wir auch drüber nachdenken, hier eine schöne neue Wohnburg hinzubauen. Und cool wäre natürlich auch, wenn wir das hier mit einbauen,
binden könnten. Und dann so einen Turm hier oben noch mit drauf bauen oder sowas. Das wäre wiederum etwas, wo ich sage, yo, das würde mir gefallen. Hier hinten haben wir noch ein bisschen Kalkstein. Das ist auch gut. Und das machen wir auch mal, gehen wir mal frei. F war für erlauben, warum auch immer F erlauben ist. Das erlauben wir auch mal, dann kann das nämlich weg. Haben wir noch mehr Sachen, die wir, Entschuldigung, die wir erlauben müssen. Oh, da kommt noch was weg, da kommt noch was. Das stört uns dann hier alles nur noch beim Bau. Aber erstmal müssen wir jetzt die Mauer hier fertig machen. Und hier unten wäre es eigentlich ganz cool, wenn in diesem Steinbruch tatsächlich noch ein bisschen mehr von dem Stein auch auftauchen würde. Ist die fertig? Ja, sie ist fertig. Sie ist fertig und das bedeutet, wir können wieder buddeln. Das machen wir auch. Und dann holen wir da natürlich noch ein bisschen von dem Stein raus. Das entfernen wir mal. Und dann müssen wir auch sehen, dass wir natürlich den Rest hiervon noch rausholen. Vielleicht noch eine Etage tiefer gehen. Mal gucken. Aber noch schlafen sie. Ich war zu früh mit dem... Verlangsamen der Zeit. So, da sind sie wieder alle. Und es wäre schön, wenn der ein oder andere jetzt hier nochmal kochen würde. Kann natürlich auch wieder sein, dass wir erstmal irgendwie wieder zur Jagd schicken müssen. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir hier unten, also rohes Fleisch, haben wir noch genug. Dann müssen wir hier oben mal gucken, ob wir möglicherweise da noch was anwerfen müssen. Nicht genug Ressourcen. Und da sind wir auch noch dran. So, Essen hätte ich ganz gerne. Noch mal ein paar mehr. Und ja. Nothelm beschafft Bauressourcen. Dabei ist Nothelm doch eigentlich unser... Ne, ist gar nicht unser Koch. Baudry ist unser Koch. Kochkunst 18. Ist aber auch ein guter Gräber, offensichtlich. Bergbau 19. Wen haben wir denn noch kochen? Aulina. Genau, dann macht das Aulina jetzt gleich. Und wird dann noch ein bisschen kochen. So, und hier unten ist Baudry gerade dabei, ein bisschen Platz zu schaffen. Ja, und das... ist jetzt aus der hohlen Hand entstanden. Ich bin aber guter Dinge, dass wir damit, also wenn die Steinmauer da hinten fertig ist und wir dann sagen, da packen wir unseren neuen Lebensmittelpunkt hin, nutzen das, was wir bislang als Provisorium hatten, dann für Produktion. Why not? Ist dann auch mit der Pollution ein bisschen besser. Ja, mach mal da. Um dann da runter zu kommen, dann kommen wir nämlich auch an die Kalksteinhaufen, die wir ganz dringend da hinten brauchen. So, jetzt habe ich schon vergessen, was Graben war. Graben war L. Ah, da kommen sie und holen erstmal jetzt die ganzen Kalksteinhaufen weg. Das ist schon mal gut.
Ja, es wäre auch noch eine Überlegung, in das Spiel Karren einzufügen. Also ich meine, heute ist Montag und heute war wieder der Monday Talk auf Steam, wo die Entwickler mal ihre Sicht der Dinge und das, was sie sich in der letzten Woche überlegt haben, mit reinbauen. Also nicht reinbauen, sondern das, was sie überlegt haben, in Steam in einem Beitrag letztendlich veröffentlichen und darüber auch diskutieren möchten. Und da ging es dann vor allem hier um Getreide sammeln von Gegenständen und so weiter und so weiter, wo sie gesagt haben, ach ja, gab es so viele, die gemeckert haben, weil es zu sehr Micromanagement sein könnte in Bezug auf was man alles sammeln kann und welche Getreideart man für was brauchen müsste und so weiter. Aber sie wollen diesen Charakter behalten des Spiels, nämlich nach der Katastrophe, nach der Pest, die fast alles ausgelöscht hat, so ein bisschen Endgame, Endzeitstimmung wollen sie auf jeden Fall haben. Das sieht auch schon echt gut aus hier, ne? Also, und ich bin der Meinung, dass wenn immer hier so ein fieser Regen kommt und die Wolken da so lang gehen, also wir haben ja Licht und Schatten hier alles in einem, dann taucht hier an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was auf, also manchmal zumindest. Was ist eigentlich mit dem Boden? Da können wir doch mit Sicherheit auch was machen. Holzboden, hier draußen. Könnten wir Kalksteinboden. Leicht unnehmen, aber robuste Oberfläche. Oder Lehmziegelboden oder hier Weidenboden. Mhm. Zweites Stockwerk. Kalkstein. Theoretisch könnten wir auch sagen, wir pflastern das hier alles und bauen Gehwege, Bürgersteine, wie auch immer wir das nennen wollen. Ah, was kommt hier? Felsiger Boden. Felsiger Boden heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass es als Kalksteinersatz dienen könnte. Ich mache mal die Bäume wieder an, dann sieht das auch wieder ein bisschen hübscher aus. So, und Bäume fällen an sich können wir ja hier auch noch. Ja, und ich finde, das ist doch ein schönes, großes Areal. Wo wir eine ganze Menge Möglichkeiten haben, Dinge zu bauen. Also das ist wirklich schön groß. Ja, fehlen halt nur noch die ganzen Zehntausende von Kalksteinen, die wir hier abbauen müssen. Aber hier, mal gucken. Noch ist es Erde. Und wir sehen ja auch, weiß nicht, ob das schon Erosion ist. Und die sagen, ja, damit verändern wir die Welt im Laufe des Spiels. I don't know. Zwei Mahlzeiten haben wir noch. Ja, komm. Aulina, du sollst bitte hier erstmal produzieren. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Sonst hungern wir gleich wieder und dann sind die wieder alle sauer. Zu Recht, ich werde auch sauer, wenn ich nicht zu essen kriegen würde. So, hier hinten haben wir ein bisschen Kalkstein, aber da möchte ich jetzt erstmal nicht ran. So als, das ist so die Notreserve, interne Baustelle. Hier unten ist leider nur Lehm. Noch mehr Lehm. Hier geht erstmal nichts. Und hier gucken wir mal rein. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was, was rausgeholt werden kann. Da geht es dann nochmal ein tiefer. Die Jagd war was? M. Ja, können wir ja schon mal freischalten. Genauso wie hier die Bären. Die können wir auch nochmal zum Pflücken freischalten. Ja, jetzt gucken wir mal, was machen die Damen und Herren. Ich hoffe, hier ist irgendjemand am Kochen. Nein.
Dann würde ich sagen, ist Baudry derjenige, der jetzt hier die Produktion an sich reißt. Wäre in jedem Fall wünschenswert. So, Baudry geht runter in den Keller und fängt an zu kochen. Da noch ein bisschen was. Hier wird geschnüppelt, da wird geschnüppelt. Und sobald erstmal unser Ofen hier vorne fertig ist, wo halt leider noch ein bisschen an Material fehlt, Lehmziegel in dem Fall. Warum schläft sie auf dem Boden? Ach nee, sie schläft nicht auf dem Boden. Ich wollte gerade sagen. Ja, müssen wir nochmal reingucken. Brennofen. Na, also wenn man so ein großes Castle baut und das alles aus diesen gebrannten Ziegeln machen möchte, dann ist es natürlich ein Ding. Weil dann brauchst du, keine Ahnung, wie viel von den Brennöfen, die man da parallel anschmeißen muss. 5 oder 6. Und das dann priorisiert. Auf jeden Fall kommen wir gleich schon wieder in den Sommer, wenn ich das richtig sehe. Ja, gleich ist Frühling Tag 12. Auch das sehen wir hier. Und das, was ich eigentlich auch nochmal machen wollte, war jetzt... Oder was hier? Produktion Sommerkleidung wollte ich gerne machen. Wir sind mittlerweile 8, ne? Ja, Baudry, es wäre ja auch ganz cool, wenn du einfach mal nicht nur für dich selber kochst, sondern auch für alle anderen. Eintopfhaufen. Die könnte man ja zum Beispiel jetzt auch mal wegbringen. Bevor die noch schlecht werden. Was ist eigentlich? Läuft das hier unten dann irgendwann mal voll? Wäre auch interessant. Rennt weg. Ja, das ist auch schon wieder so ein Mammutprojekt hier. Mit den Ziegeln. Jetzt können wir natürlich auch sagen, komm, wir ziehen erstmal hier noch eine Holzwand durch, die wir dann nochmal abreißen. Dann kommt der Wald da vielleicht auch weg. Können wir mal eben machen. Ja. Freundlicher Besuch, die Handelskarawane. Von mir aus. Seid willkommen und gegrüßt. Und hier möchte ich meinen, ziehen wir jetzt, nein, nicht oben drauf, sondern daneben. Eine Holzwand lang. Nein, nicht oben drauf, sondern daneben. Und haben das dann erstmal. Ne? Vielleicht ist das da auch nicht so smart. Das ist auch möglich, dass das nicht so smart ist hier. Na komm, geh weg. So. Vielleicht ziehen wir die Holzwand hier lang. Und sagen erstmal, Bäume geht weg. Und dann gucken wir mal. So müsste es laufen.
So, dann ziehen wir die erstmal da lang, die Holzwand. Dann haben wir hier nämlich mehr Platz zum Arbeiten. Ja, und dann besteht durchaus die Chance, hier was, Entschuldigung, was Großes zu machen. Die Handelskarawane. Da holen wir uns mal Motte ran, weil Motte ja die Smarte von all denen ist. Ja, und vielleicht können wir ja hier irgendwas verticken. Von dem, wovon wir richtig viel haben. Chroniken, nee, das ist nicht das, was wir wollen. Rohes Fleisch, da können wir ein bisschen was von verticken. Dann hätten wir hier noch ein bisschen Kohl. Wildkadaver. Haben wir drei Stück von. Und was können die überhaupt anbieten? Heilpakete, Kräuter, mechanische Komponenten, Forschungstisch, Wanddekoration der Eichenbrüder, Basisforschungstisch, Kartografie, Schmiede, Schmiede. Das möchte er nicht handeln. Hier hätten wir noch Sommerbekleidung. Oder hat er auch einfach nur Bekleidung, die wir auseinandernehmen könnten, oder Wollstoff? Ja, hat er aber nichts von. Tierkadaver bringt zumindest ein bisschen was ein. Und jetzt sind wir noch 295 hinten dran. Heilpakete verkaufen wir nicht, beziehungsweise geben wir nicht ab. Eisenbahnen geben wir auch nicht ab. Ja, vom Rest haben wir, glaube ich, nicht so viel, was er gerne haben würde. Räucherfleisch, da könnten wir. Jetzt sind wir aber fast nackig. Nee, Wollstoff, den behalten wir. Den haben wir ja teuer gekauft. Ja, cool. Können wir noch ein bisschen abgeben. Ja, und dann stehen wir noch gut da. Handel abschließen. Sehr gerne. 5 Ausrichtungen auf Ketzer der Rose. Schauen wir mal, wo die sind, die Burschen. Und wie weit der Weg eigentlich ist. Da. Und hier sind wir. 49,7% Einfluss in der Region. Schauen wir nochmal hier rein. Wie sieht es denn aus? Derweilen. Ja, da machen wir auf jeden Fall weiter. Und ich glaube, das hier müssen wir auch nochmal wegmachen, damit da ein bisschen mehr Platz ist. Und wir wollen ja dann auch weiter runter, ne? Und möglicherweise finden wir ja dann auch mehr von dem Stein. Und das hier wollten wir ja auch noch entfernen lassen, dass wir da auch reinkommen in das hier drüben. Ja, hier ist noch ein bisschen von dem Stein. Das schadet auch nicht, wenn wir das da haben. Ja, und schon sind sie wieder am Pennen. Na, also Burgenbau dauert auch eine ganze Weile. Darf man alles nicht unterschätzen. Aber die Idee steht erstmal. Die Idee steht.
Und nach wird das dann hier außen fertig gebaut. Ich hoffe, die priorisieren jetzt hier auch noch ein bisschen in diese Richtung. Und kann natürlich auch sein, dass ich erstmal das hier noch weiter abreißen müsste, damit die das jetzt nicht komplett fertig bauen wollen. Aber wer weiß das schon so genau? Bau misslungen. Ja, komm, hack nochmal ein bisschen Holz, dann wird nämlich hier Platz. Und da werden wir ein schönes Gebäude hinsetzen, sobald dieser Wald hier verschwunden ist. Aber wir können ja auch drüber bauen, dann wird er in jedem Fall abgesenst. Und ich stelle mir eigentlich vor, diese beiden Erhebungen mit einzubeziehen. Dorfbewohner verhungern. Ja, das ist schlecht. Ihr sollt ja auch nicht verhungern. Sondern vor allem sollt ihr hier noch ein bisschen Essen produzieren. Muss ich wahrscheinlich bei der Verwaltung wieder oder hier irgendwo. Sind wir schon im Sommer? Nee, aber fast. Kleidung. Sommer. 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 Oder ziehen die bei aller Kleidung das an, was sie meinen, was sie brauchen. Kräuterhaufen. In 14 Tagen und 2. Ja, da muss ich eben noch mal eine Etage weiter nach unten gehen. Dahin. Und noch einmal ranzoomen. Und dann werden wir hier keine Nahrung zu lassen, sondern nur das. Und das kopieren wir und packen das auch hier hin. Einfügen, einfügen. Und unten, ja, da wo es kalt ist, da bringt ihr doch bitte einfach jetzt mal die ganzen anderen Sachen hin. Ne, alles entfernen. Ich will nicht, dass hier die Nahrung gelagert wird. Sind zwar auch 5,2, aber dafür habe ich hier unten alles nochmal fertig gemacht. Also 5,2 Grad hat man gerade hier oben rechts gesehen. So, und dann hoffe ich, dass jetzt ein bisschen Nahrung ankommt. Und dass Baudry hier ordentlich zugange ist. Damit hier auch keiner verhungert. Baudry, wo willst du schon wieder hin? Na, hier stehen auch noch ein bisschen Eintopf rum. Da steht noch ein bisschen Eintopf rum. Also theoretisch kann hier jeder ran ans Essen und muss auch nicht verhungern. Vermutlich muss ich in den Einstellungen nochmal jetzt was ändern, dass die halt nicht bauen als Priorität 1 gerade sehen, sondern kochen beispielsweise. Na, wenn der Bergbau natürlich auf 1 hat und danach kochen kommt, dann ist klar, dass er natürlich erstmal mit dem Bergbau weitermacht. Jo, aber wie es weitergeht und ob die Dorfbewohner wirklich verhungern, sehen wir in der nächsten Folge, denn 30 Minuten sind leider schon längst wieder vorbei. Jo, und wie immer, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, drückt auf den Knopf, Abo, Kommentare, alles, was ihr wollt. Und jo, ich freue mich drauf, mit euch zu schreiben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.